Ja, bin heute unterwegs wieder. Heute ein bisschen später, also über eine Stunde. Hauptsächlich eigentlich Stressbewältigung. Ich habe eine anstrengende Woche gehabt. Und deswegen will ich mal gucken, dass ich alles ganz ruhig angehen lasse. Wir sehen uns. Also hier in der Gegend scheint es ja schon mal viel besser zu sein. Wir haben hier, wenn man mal guckt, Schmetterlingstrameten, die noch ziemlich gut aussehen. Davon packen wir uns erstmal ein bisschen was ein. Dieses richtige Exemplar eines rotrandigen Baumschwamms. Hier oben mit der Farbe ganz typisch bei etwas älteren. Hier auch der rote Rand. Ein mächtiges Ding, wie man sieht hier. Und, ja, guckt erstmal, ob das da vorne auch noch einer ist. Aber den packe ich hier ein. Umso älter die Teile sind, umso mehr Inhaltsstoffe haben sie natürlich. Der ist hier gewachsen. Was ist denn hier überhaupt für ein Baum gewesen? Könnte durchaus eine Buche gewesen sein. Ich liebe einfach diesen Platz hier. Kann man so schön entspannen. Ja, dauert jetzt gleich. Ausgeruht, Kaffee gekocht. Ja. Ha ha ha!
Sieht sehr heiß aus. Ja, ich werde jetzt hier alles fertig machen. Und ja, wenn jetzt abgekühlt ist, werden wir ein bisschen nicht ausruhen. Und dann irgendwann wieder los. Eine Sache wollte ich euch hier noch zeigen. Ist mir vorhin jetzt aufgefallen. Hier unten liegt so ein Brett. Direkt hier neben dem Feuer. Und dann nehme ich einen Stein. Und dann dachte ich, ich kipp die mal hoch. Guck mal, was das ist. Und ja. Kann ich nochmal mit euch zusammen machen. War dann schon interessant. Was man da sieht, seht ihr das? Sieht aus, als ist jetzt zu Hause hier. Zwar keine Ahnung, wie der hier wieder rauskommt oder so, wenn der Deckel drauf ist, aber okay. Ja, ich mache es so. Lass mal einfach mal hier die kleine Loch da vorne. Wir jetzt im Auto, es ist gleich um 5. Ja, ich fahre jetzt mal nach Hause. Und ich denke mal, ich habe es heute Abend noch zu tun, die Pilze zu putzen. Ich melde mich, wenn ich jetzt alles, wenn ich zu Hause die bereit habe und zeige euch die dann nochmal. Bis später. So, das ist meine Ausbeute heute an Birkenporling und ein paar Schmetterlingstrameten. Der ganze Rest hier, ein Riesenhaufen, sind alles rotrandige. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt aber abschalten.